Rain runs from my hair. I am but a guest on a threshold. From where do I come and where am I going? A bird is sitting on a branch, ready to leave. Who will catch up me first, the bird or the boots of the soldiers? The blossoms of a golden chrysanthemum lie withered on my path, and the gods of Olympia stand around with hacked off limbs. From a faraway window, I see a light and the sadness walking around, crowned by a rainbow. Vielen Dank an Frau Mendos und die Herren Katz und Jenicke dafür, dass sie uns heute musikalisch begleiten. Es ist noch keine zwei Wochen her, da saß ich in einem Café in Neve Tzedek und genoss das Leben in Tel Aviv. Mein Onkel rief mich an. Daniel, hey Porter, wo bist du? Hör zu, es hat gerade ein Terroranschlag am Dizengoff stattgefunden. Ganz in der Nähe deiner Wohnung. Der Attentäter ist noch nicht gefasst, bleib wo du bist. Während nach und nach meine Cousinen, Freunde und auch meine Kollegen mich anriefen, um sich nach meinem Wohlbefinden zu erkundigen, taten die anderen Gäste des Cafés es mir gleich, zückten ihre Handys und riefen ihre Liebenden an. Zwei Wochen oder noch nicht mal eine Woche davor war ich auf der Hochzeit meiner Cousine in Hadera gewesen. Auch dort, zwei Tage vor der Hochzeit, passierte ein Attentat mit zwei Toten. Insgesamt gab es innerhalb von zwei Wochen vier Attentate mit insgesamt 14 Toten, die zu beklagen waren. Angesichts dieser Zahlen könnte man meinen, dass die Israelis und auch Juden weltweit
sich so langsam an diese Ereignisse gewöhnen würden. Lassen Sie es mich Ihnen sagen, wir werden uns nicht daran gewöhnen, wir werden uns verteidigen und wir werden laut aussprechen, was es ist, nämlich Hass auf Jüdinnen und Juden und alles, was jüdisch ist. Gerade während Pesach, was wir Juden, Jüdinnen und Juden gerade weltweit feiern, sind wir uns unserer Freiheit bewusst. Seit über 2000 Jahren sagen wir, nächstes Jahr in Jerusalem. Jetzt haben wir einen jüdischen Staat, der nicht nur die israelischen Bürger und Bürgerinnen beschützt, sondern Jüdinnen und Juden weltweit. Diesen Schutz hatte Ruchla, die Cousine meines Vaters, und die anderen 19 Kinder, die hier auf bestialische Art und Weise ermordet worden sind, nicht. Was uns bleibt, ist, dass wir hier und heute gemeinsam trauern können. Dafür sind Angehörige von den Kindern aus der gesamten Welt heute zu uns gekommen. Ich möchte als erstes Greta Hamburg ganz herzlich grüßen. Sie ist mit ihren Enkelinnen aus Israel gekommen. Leider kann sie heute hier nicht anwesend sein, da sie vor 2 Tagen schwer stürzte. Und Baruch Hashem ist sie heute erfolgreich operiert worden. Wir senden ihr auf jeden Fall unsere besten Genesungswünsche. Ich grüße Andra und Tatjana Bucci, die aus Belgien und den USA angereist sind. Tatjana und Andra haben für ihre Erinnerungs- und ihre Gedenkarbeit das Bundesverdienstkreuz verliehen bekommen. Herzlichen Glückwunsch. Aus Israel angereist sind Arnon Ve-Gilad Reichenbaum sowie Guy James mit seiner Familie. Aus den USA begrüße ich Mark James mit seiner Frau, welcher heute mit seinen Söhnen und deren Familien angereist sind. Herzlich willkommen, welcome. Aus Frankreich, respektive den Niederlanden, angereist, grüße ich Marc-Alain Grumelin und Jeremy Morgenstern. Henry Morgenstern hat uns einen Brief aus Paris geschickt, den sein Sohn Jeremy noch verlesen wird. Die wohl kürzeste Anreise hatte definitiv meine Familie aus Hamburg. Heute sind meine Tante Rosa Jutkewitz gemeinsam mit meinen Eltern Alexander und Judita Silberberg und ich freue mich auch sehr, dass meine Nichte Naomi heute anwesend ist. Leider kann unser Bundespräsident heute persönlich nicht anwesend sein, aber er hat uns ein Grußwort geschickt, welches unser Vorstandsmitglied und Vorsitzende Nicole Matern verlesen wird. Ebenso hat unsere Bürgerschaftspräsidentin Carola Veit uns ein Grußvideo geschickt. Persönlich sehr freuen tue ich mich über die Anwesenheit unserer zweiten Bürgermeisterin Katharina Fegebank. Liebe Frau Bürgermeisterin, als Mitbegründer der Initiative für die Bornplatz-Synagoge durfte ich schon Ihr starkes Engagement und Ihren Einsatz für die jüdische Gemeinschaft hier in Hamburg sehen, in Wort und in Tat. Als Angehöriger einer der ermordeten Kinder hier lassen Sie mich Ihnen vergewissern, wie viel es mir bedeutet, dass Sie als Bürgermeisterin und Senatorin der Freien und Hansestadt Hamburg hier heute da sind und auch zu uns sprechen werden. Ein ganz herzliches Willkommen und ein großes Dankeschön dafür. Leider musste unser Landesrabbiner Shlomo Bystritzki kurzfristig heute absagen aus familiären Gründen. Umso mehr freue ich mich, dass der Direktor des Rabbinerseminars, ich sehe ihn hier, Arye Merkassin, heute anwesend ist. Vielen Dank, dass Sie so kurzfristig hierher kommen konnten. Ich freue mich wirklich sehr. Shalom. Bechag Sameach.
Ich begrüße herzlich den Generalkonsul der Republik Polen, Paweł Jaworski. Witam serdecznie. Ich begrüße den Kulturattaché des Staates Israel, Doron Leibowitsch. Shalom. Ein jeder, der sich in Hamburg mit Gedenk- und Erinnerungskultur beschäftigt, wird nicht an den Namen von Professor Dr. Gabe vorbeikommen. Lieber Herr Gabe, es hat sich schon rumgesprochen, wenn ich richtig informiert bin, dass Sie im Sommer aus Ihrem Amt ausscheiden werden. Die Lücke, die dadurch gerissen wird, wird wirklich sehr, sehr schwer zu füllen sein. Umso mehr freue ich mich, dass Sie sich bereit erklärt haben, heute noch mal anwesend zu sein. Und wenn ich die leise Hoffnung aussprechen kann, hoffe ich sehr, dass auch ohne offizielle Ämter Sie uns weiterhin mit Rat und Tat beiseite stehen werden. Herzlich willkommen. Stellvertretend für die Arbeit, die auch in der Gedenkstätte Neuengamme geleistet wird, möchte ich ganz herzlich Daniel Cartwright und Justin Warland begrüßen. Sie werden uns heute ihr ehrenamtliches Projekt vorstellen. Herzlich willkommen, welcome. Ich möchte ebenso Schülerinnen und Schüler der Bertolt Brecht und der Klosterschule in Hamburg ganz herzlich begrüßen. Ich sehe euch alle in der letzten Reihe. Ich hatte schon im Januar die Freude gehabt, mit Schülern der Bertolt-Brecht-Schule zu sprechen. Hier sei stellvertretend Adeng und Jonas genannt, die heute auch zu uns sprechen werden. Liebe Schülerinnen und Schüler, dass ihr aus eigenem Wunsch heraus euch mit einer derart schwierigen Thematik beschäftigt und darüber hinaus zwingend heute hier anwesend sein wolltet, das hat mich sehr beeindruckt. So alte Männer wie ich, wir können zwar viel reden, aber es ist euer Engagement und eure Wissbegierde, die Hoffnung auf eine bessere pluralistische Gesellschaft macht. Eine Gesellschaft, die Menschen aller Religionen, aller Hautfarben, aller sexuellen Orientierungen und auch aller Geschlechter nicht nur toleriert, sondern umarmt. Herzlich willkommen. Als meine Großeltern damals mit meinem Vater und auch mit meiner Tante gute 10 Jahre nach dem Ende der Shoah nach Hamburg kamen, wussten sie nichts über das Schicksal ihrer Nichte oder ihrer Cousine. Es ist der Arbeit, ja dem Lebenswerk von Günter Schwaberg, seligen Andenkens, und seiner Frau Barbara Hüsing zu verdanken, dass wir heute über das Schicksal von Ruchla und den anderen 19 Kindern Bescheid wissen. Es ist auch Günther und Barbara zu verdanken, dass heute Angehörige aus der gesamten Welt hier nach Hamburg gekommen sind, um gemeinsam trauern zu können. Liebe Barbara, wo bist du überhaupt? Ach, da. Als du damals auf meine Großeltern das erste Mal zukamst, war ich noch zu klein, um zu verstehen, worum es damals ging, was mit den 29 Kindern passiert ist, was mit den sowjetischen Kriegsgefangenen, mit den Betreuern passiert ist. Ich erinnere mich dafür, wie ich während eines Urlaubs auf euren Hund Ali aufpassen durfte. Ich erinnere mich auch, wie ich als kleines Kind, damals unbeeindruckt von den Fotografen, dafür mit laufender Nase und voller matschbesuhlten Klamotten die ersten Rose hier im Rosengarten pflanzen durfte. Jetzt sind einige Jahrzehnte seitdem vergangen, liebe Barbara. Und jetzt, wo ich neu in den Vorstand gewählt worden bin, hast du dich entschieden, den Staffelstab an die nächste Generation weiterzugeben. Ich habe lange überlegt, welche Worte der Dankbarkeit ich überhaupt wählen kann, um meinen Dank für deine Arbeit Ausdruck zu verleihen. Es gibt sie nicht. Die einzige Art und Weise, dir und auch Günther zu danken, ist es, eure Arbeit fortzuführen. Das Gedenken an die Kinder aufrechtzuerhalten, die Geschichte der Kinder an die nächste Generation weiterzugeben.
Ich spreche nur ungerne für andere Menschen, aber in dem Fall sei es mir bitte gestattet. Liebe Barbara, im Namen aller Angehörigen der hier ermordeten Kinder, danke, thank you, grazie, merci, v'toda rabba, chavara sheli. Ich darf verlesen das schriftliche Grußwort von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier zur Gedenkveranstaltung für die Kinder vom Bulnoser Damm, heute 20. April 2022. Liebe Angehörige, liebe Mitglieder, Freunde und Gäste der Vereinigung Kinder vom Bulnoser Damm. Manja, Lelka, Sergio, Sursis, Rivka, Eduard, Alexander, Marek, Walter, Lea, George André, Bluma, Jacqueline, Eduard, Marek, Roman, Eleonora, Roman Ruchler und das polnische Mädchen, von dessen Vornamen wir nur den Anfangsbuchstaben H kennen. Sie alle, 20 Jungen und Mädchen aus Polen, Frankreich, den Niederlanden, der Slowakei und Italien, wurden in den letzten Tagen des Zweiten Weltkriegs von SS-Männern grausam ermordet, hier in diesem Haus mitten in Hamburg. Unter den zahllosen Verbrechen, die Deutsche während der nationalsozialistischen Herrschaft begangen haben, sind die Morde im Keller der Schule am Bulnoser Damm eine besonders abscheuliche, erschütternde und unfassbare Tat. Man nahm den Jungen und Mädchen hier das Leben. Die Kindheit war ihnen schon lange genommen worden. Deutsche hatten die Kinder und ihre Familien aus ihrem Leben gezerrt, in Ghettos verschleppt, nach Auschwitz deportiert. Dort wurden sie den Eltern entrissen. Der todbringenden Hölle von Auschwitz entkamen die Kinder zunächst, doch wurden sie im KZ Neuengamme unweit von Hamburg gebracht, wo ein verbrecherischer Arzt pseudomedizinische Versuche an ihnen vornahm. Ermordet wurden vor 77 Jahren auch Anton Hölzel und Dirk Deutekom, Gabriel Florence und René Quenu, die sich selbst als Widerstandskämpfer in Neuengamme interniert um die Kinder gekümmert haben. Ermordet wurden ebenfalls 24 sowjetische Häftlinge, von denen wir bis heute nicht einmal die Namen kennen. Die Erinnerung an sie alle wollten die Täter auslöschen. Doch das ist ihnen nicht gelungen. Dass wir uns heute an die Toten erinnern können, dass wir von vielen die Namen und Gesichter kennen, das verdanken wir der jahrelangen mühsamen Aufklärung und Aufarbeitung durch Günter Schwaberg, Barbara Hüsing und der Vereinigung Kinder vom Bulnoser Damm. Und das verdanken wir ganz besonders Ihnen, liebe Familienangehörige. Viele von Ihnen haben in der Zeit der deutschen Besatzung und des Krieges selbst Grausamkeiten erlebt. Viele von Ihnen haben in der Shoah schier Unvorstellbares erleiden müssen. Und doch nehmen Sie es auf sich, auch von weit her nach Deutschland zu reisen, um hier an diesem Ort, an diesem Jahrestag, von den Kindern und ihren Angehörigen zu erzählen und an ihr Leben zu erinnern. Dafür bin ich zutiefst dankbar. Die Trauer um die Toten vereint uns. Doch sie verpflichtet uns Deutsche auch. Sie verpflichtet uns, nicht zu vergessen, was geschehen ist und wobei so viele mitgemacht haben. Viel zu lange wurde diese Schuld verschwiegen, verdrängt und vergessen gemacht. Dass nur wenige Täter zur Rechenschaft gezogen wurden, ist ein bedrückendes Kapitel der deutschen Rechtsgeschichte. Heute wollen und werden wir nicht mehr verschweigen, verdrängen und vergessen. Die Erinnerung an die Toten, an die ermordeten Kinder vom Bulnoser Damm, ist auch ein Fanal gegen die Unmenschlichkeit. Die Erinnerung an die Opfer, die Pflege ihres Andenkens, ist Teil unserer historischen Verantwortung. Wir Deutsche sind und bleiben uns dieser Verantwortung bewusst. Heute und in Zukunft. Frank-Walter Steinmeier. Ladies and gentlemen, but especially dear family members and relatives, I feel particularly honored to present to you the warmest greetings of the Hamburg Parliament. Sadly, I cannot be with you this year in the Rose Garden to join you in commemorating the victims of Bulnoser Damm.
But of course, I am glad that this event takes place again in person after 2 years. Dear ladies and gentlemen, on this day, 77 years ago, 20 Jewish children, their four guardians, and 24 adult prisoners of the Neuengamme concentration camp were murdered by the SS in cold blood. They had to die in those last days of the war so that the world should not learn of the horrible experiments on human beings by the SS doctors. For more than 40 years, we have been swearing in this place that such crimes must not be repeated and that we must regard them as a warning. At the same time, we must not become discouraged and lose our hope of peace in the world. It is all the more terrible to have to see now the images from Ukraine. The Russian army is committing dreadful war crimes on innocent civilians, children, and women in Ukraine. The images of Bucha victims have been unbearable. One cannot imagine what pain the images must cause you, dear family members and relatives. They will certainly reawaken memories in you of your murdered loved ones and their unbearable sufferings. It is perfidious of the Russians to justify their attack by claiming, of all things, that Ukraine must be denazified. These words must be hard to bear, especially for you. Occurrences as the war in Ukraine are making us realize that our system of values that puts the focus on man's dignity, delimiting the authority of the state, cannot be taken for granted, but needs to be struggled for day after day, and that we must not stop in our efforts of working towards it. Information and a culture of commemoration are playing an important role in this. No more exclusion, no more inhuman crimes, no more war. Those have been for a long time now the objectives of your association and the annual memorials held. At the same time, we've seen many people in Germany having internalized the message of no more. Hundreds of thousands have been joining peace demonstrations and expressing their solidarity and sympathy with the people of Ukraine. And this is surely an achievement of your association. On behalf of the Hamburg Parliament, I therefore wish to thank Wir Kinder vom Bullenhuser Damm for the services rendered by you for the culture of commemoration. I wish that you, and in doing so I am convinced that you will, especially in these times, continue in making important educational work in the free and Hanseatic city of Hamburg, in order that peace in Europe will soon return to be self-evident again. Thank you very much. Guten Abend. Es bedeutet mir sehr viel, heute hier zu sein. Sehr geehrter Herr Silberberg, sehr geehrter Herr Generalkonsul, sehr geehrter Herr Kulturattaché der israelischen Botschaft, Herr Lebowitz, lieber Rabbiner Merkassin, sehr geehrte Frau Matern, liebe Angehörige der Kinder vom Bullenhuser Damm, liebe Schülerinnen und Schüler, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Gäste, liebe alle, die heute hier sind. Der Schriftsteller Siegfried Lenz hat gesagt, so seltsam es klingen mag, Auschwitz bleibt uns anvertraut. Es gehört uns, so wie uns die übrige eigene Geschichte gehört. Mit ihr in Frieden zu leben, ist eine Illusion, denn die Herausforderungen und die Heimsuchung nehmen kein Ende. So wie uns Auschwitz gehört, gehört uns das Schicksal der Kinder vom Bullenhuser Damm. Und deshalb sind wir heute hier, deshalb treffen wir uns heute zur Gedenkfeier, denn mit diesem Teil unserer Geschichte können und wollen wir nicht in Frieden leben. Wir möchten uns den fürchterlichen Verbrechen stellen, die Kinder vom Bullenhuser Damm erlitten haben. Und wir möchten an die Jungen und Mädchen erinnern, die hier auf brutalste Art und Weise ermordet wurden. Und das Gute ist, wir tun das gemeinsam. Und es ist mir eine wirklich große Ehre, Sie alle hier begrüßen zu dürfen und heute hier dabei zu sein. Wir sind unendlich dankbar, dass Sie trotz allem, was Sie erleiden mussten,
für Verständigung und Aussöhnung eintreten und ganz besonders hervorheben, Herr Silberberg hat eben schon alle begrüßt, möchte ich Tatjana und Andra Bucci, die das Grauen von Auschwitz selbst erlebt haben. Und auch das hat Herr Silberberg eben schon gesagt, auch die Auschwitz-Überlebende Grete Hamburg sollte eigentlich bei uns sein und liegt nun nach einem schlimmen Sturz hier in Hamburg im Krankenhaus. Und wir haben heute die gute Nachricht erfahren, dass sie ihre Operation gut überstanden hat. Meine Staatsrätin Eva Gümbel hat sie bereits besucht und ich hoffe sehr, dass es klappt und ich sie morgen oder übermorgen vor Rückkehr dann nach Tel Aviv auch noch besuchen kann. Denn wir alle wissen, was ihr Bruder an diesem Ort durch deutsche Ärzte erleiden musste und was sie auch selbst durchgestanden hat. Und deshalb ist es natürlich eine enorm belastende Situation für Grete Hamburg und ihre Familie, dass sie in einem deutschen Krankenhaus liegen muss. Auch diese Erinnerung, und das ist mir erst so klar geworden in den letzten 2-3 Tagen, als ich davon erfuhr, das kommt jetzt natürlich auch alles wieder zurück. Und wir sind heute in Gedanken bei ihr und wünschen ihr eine schnelle Genesung und dass sie ganz bald auch für die restliche Behandlung dann zurück in ihre Heimat Tel Aviv fliegen darf. Und nochmal ein ganz herzliches Willkommen an alle Angehörigen aus nah und fern, die heute hier sind, um an die zu erinnern, die in unserer Mitte fehlen. Heute jährt sich der Tag ihrer Ermordung zum 77. Mal. Und bei aller Trauer muss es uns Hoffnung machen, dass heute am Gedenktag auch die Schülerinnen und Schüler mit dabei sind, die auch eben schon begrüßt wurden. Denn wir sind es den Kindern schuldig, die Erinnerung an sie in die Zukunft zu tragen. Und das tut auf ganz großartige Art und Weise die Vereinigung Kinder vom Bullenhuser Damm. Und an dieser Stelle möchte ich auch Ihnen, Frau Matern, dem Vorstand und allen Mitstreiterinnen und Mitstreitern meinen allergrößten Dank aussprechen für die Gedenkfeier, für Zeitzeugengespräche, Ausstellungen und die vielen, vielen Schulprojekte. Sie geben den Opfern Namen, Gesichter und Geschichten, sodass sie einen ganz festen Platz in unserem kollektiven Gedächtnis haben. Und dennoch wissen wir alle, dass Erinnern allein reicht nicht. Das Erinnern muss uns stark machen gegen Antisemitismus, gegen Rassismus, gegen jede Form von Diskriminierung, gegen Hass und Hetze. Nie wieder, wir haben es eben schon gehört, nie wieder Faschismus. Jede Diskriminierung ist ein Angriff auf uns alle, auf Freiheit, auf Demokratie, auf Menschenrechte. Und ich danke Ihnen allen von Herzen, dass Sie da sind und wir zusammen das Versprechen erneuern, immer wieder neu für eine offene Gesellschaft zu kämpfen. Meine Damen und Herren, liebe alle hier, Siegfried Lenz hat auch gesagt, die Herausforderungen und Heimsuchungen nehmen kein Ende. Und das hat er 1988 gesagt. Und bis heute toben Kriege in unserer Welt und jüngst auch in Europa. Es ist undenkbare Realität geworden, dass in Europa erneut Verbrechen gegen die Menschlichkeit begangen werden. Wieder bangen Millionen Menschen um ihr Leben, ihre Würde, ihre Träume. Es scheint, als solle Siegfried Lenz vorerst Recht behalten. Und dennoch, Europa und große Teile der westlichen Welt stehen zusammen gegen Krieg, stehen zusammen gegen Diktatur. Die Europäerinnen und Europäer stehen ein für die Idee eines friedlichen Zusammenlebens und für die Freiheit. Sie machen sich stark für Solidarität und Mitmenschlichkeit und das ist auch ein Erbe des Schicksals der Kinder vom Bullenhuser Damm. Der Tag heute erinnert uns an die 20 Kinder, die hier vor Ort Unvorstellbares erleben mussten, denen auf grausamste Art und Weise viel zu früh das Leben genommen wurde. Und er erinnert uns daran, wozu Menschen fähig sind. Er rüttelt uns aber auch wach und erinnert uns, dass wir dafür verantwortlich sind, die europäische Idee, dieses einmalige Friedensprojekt zu bewahren. Demokratie, Freiheit und Menschenrechte sind unschätzbar hohe Güter, die wir heute zu oft für selbstverständlich halten. Zu einfach lässt sich sagen, hier passiert doch sowas nicht. Orte wie der Bullenhuser Damm erinnern uns, dass es eben doch auch genau hier passieren kann
und vor gar nicht langer Zeit passiert ist. Und das dürfen wir uns und unsere Gesellschaft niemals vergessen lassen, gemeinsam erinnern, gedenken, trauern gegen das Vergessen. Und vielen Dank, dass Sie bei allem Schmerz, den Ihre Familien erfahren haben, mit an dieser großen Aufgabe arbeiten. Vielen Dank. Schön, Sie alle hier zu sehen. Sehr geehrte Frau Bürgermeisterin, liebe Katharina Fegebank, lieber Daniel Silberberg, liebe weitere Vorstandsmitglieder der Vereinigung, Nicole, Ruben, Ulrike, Tom und Wiebke, liebe Gäste aus nah und fern. Ich empfinde die heutige Anwesenheit von fast 30 Angehörigen der hier ermordeten Kinder als ein großes Geschenk. Und ich bin mir sicher, dass Sie alle ähnlich fühlen. Vielen, vielen Dank, dass Sie in diesem Jahr, in diesem besonderen Jahr hier bei uns sind. Aufgrund der Corona-Pandemie konnten die Gedenkveranstaltungen am 20. April in den letzten beiden Jahren nicht hier vor Ort stattfinden. Das Gedenken fand zwar im Internet durch sehr bewegende digitale Formate gleichwohl statt, an denen auch viele der heute anwesenden Angehörigen durch berührende filmische Grußbotschaften mitgewirkt haben, aber hier miteinander zu sein, ist doch etwas ganz anderes. Einige können heute nicht hier unter uns sein, weil sie dem neuen Virus zum Opfer fielen. Dankbar erinnern wir uns an Bella und Itzhak Reichenbaum, dem älteren Bruder von Eduard Reichenbaum. Sehr, sehr viele Jahre kamen sie regelmäßig zum 20. April hierher nach Hamburg, um an der Gedenkfeier teilzunehmen und Schülerinnen und Schüler zu berichten. Beide infizierten sich mit dem Coronavirus und verstarben im Oktober 2020 innerhalb einer Woche an Covid-19. Bella war es auch zu verdanken, dass vor erst 7 Jahren Walter Jungleib als eines der Kinder identifiziert werden konnte. Seine Schwester Greta ist in diesem Jahr erneut aus Israel angereist, um an dieser Gedenkveranstaltung teilnehmen zu können. Von ihrem Unglück haben wir schon gehört. Sie wird die Aufzeichnung sehen und unsere Genesungswünsche hören. 2020 wäre Anlass dafür gewesen, an das 40-jährige Bestehen der Gedenkstätte hier im ehemaligen Schulgebäude zu erinnern und damit an die unermüdliche Sucharbeit Günther Schwabergs. Als ein in der Aufklärung nationalsozialistischer Verbrechen engagierter Journalist war er vor rund 50 Jahren auf die Geschichte des Kindermords aufmerksam geworden. Es war zwar nicht so, dass dieses Verbrechen zuvor gänzlich unbekannt gewesen wäre. Es war Gegenstand im britischen Gerichtsverfahren 1946 gegen den letzten neuen Gamma-KZ-Kommandanten und andere Haupttäter. Auch trafen sich ehemalige KZ-Häftlinge bereits in den 1950er Jahren im damals noch als Schule dienenden Gebäude zu Gedenkfeiern. Doch in der Öffentlichkeit war das Geschehen, das zum Schlimmsten zählt, was Menschen zu tun vermochten, nicht zur Kenntnis genommen worden. Fast niemand wusste von den 20 jüdischen Kindern. Je zehn 5- bis 12-jährige Jungen und Mädchen aus ganz Europa deportiert und ihre Eltern und gemeinsam mit ihren Eltern dem häuslichen Leben entrissen, ins Konzentrationslager Auschwitz deportiert, dort von ihren Eltern getrennt und anschließend
für ein halbes Jahr Opfer medizinischer Versuche im KZ Neuengamme und dann, wenige Tage vor Kriegsende, zusammen mit den erwachsenen Häftlingen hier erhängt. Erst die mehrteilige Reportage Schwabergs, die 1979 im Stern erschien, und sein in zahlreichen Auflagen erschienenes und in vielen Sprachen verlegtes Buch Der SS-Arzt und die Kinder machte das Geschehen bekannt. Die hierdurch inspirierten Theaterstücke und Filme verschafften in der Folgezeit der Geschichte vom Kindermord weltweit Aufmerksamkeit. Im Zuge der Recherchen für die Serie Im Stern hatten Günter Schwaberg sich gemeinsam mit seiner Frau Barbara Hüsing auf die Suche nach den Angehörigen der seinerzeit namentlich bekannten Kinder begeben. Es gab zwar in den Nachkriegsjahrzehnten Anfragen der Familien beim Internationalen Suchdienst des Roten Kreuzes in Aalsen nach dem Verbleib ihrer Kinder, aber Hamburger oder andere deutsche Behörden hatten nicht nachgefragt und nichts, keine Anstrengungen unternommen, die Familien zu finden, um sie zu informieren. In einem Interview, das in der jetzigen Ausstellung der Gedenkstätte zu hören ist, berichtet Barbara Hüsing von dem ersten Zusammentreffen mit Rose Grommelin, der Mutter von Eleonora und Roman Witonski. Ich zitiere: Ich bin auch dabei gewesen, das erste Mal in Paris, als wir dann Madame Grommelin trafen und mein Mann ihr die Bilder zeigte von den Kindern und wie sie dann sagte, ja, ja, das ist mein Sohn. Und dann ein weiteres Bild sah und ganz furchtbar nochmal anfing zu weinen und sagte, da ist ja auch meine Tochter. Und Barbara schließt ihren Satz, ihren Bericht, das war furchtbar. Im Eingangsbereich der Gedenkstätte ist heute ein Zitat von Rose Grommelin-Witonska aus dem Jahr 2010 in den verschiedenen Sprachen der am Bullenhuser Damm Ermordeten angebracht. Das heißt, es gibt Spuren davon, dass wir da waren. Und das ist sehr wichtig, denn wenn es keine Namen gibt, wird es vergessen. Einfach so. Ihr Sohn Marc Alain, der Bruder von Eleonore und Roman, ist in diesem Jahr auch wieder hier. Vielen Dank dafür. 1979 trafen sich Angehörige dann erstmals hier zum Jahrestag des Todes der Kinder. Philippe Cohn, der Bruder von Georges André, brachte den Gedanken ein, eine Vereinigung zu gründen, um der Welt zu zeigen, was hier passiert ist. Noch im gleichen Jahr wurde die Vereinigung mit Unterstützung von Barbara Hüsing, Günter Schwaberg und weiteren Personen gegründet. Obgleich die Schule sich damals ablehnend zeigte, konnte 1980 im Keller des Gebäudes am Tatort der Hinrichtung die Eröffnung einer kleinen Gedenkstätte erfolgen, die 1982 mit einer ersten von Günter Schwaberg erarbeiteten Ausstellung versehen wurde. Es ist schon gesagt worden, ohne seine Recherchen, seinen Gerechtigkeitssinn, sein Mitgefühl mit den Opfern und ohne sein hartnäckiges Drängen gegenüber Öffentlichkeit und Behörden hätte es diese Gedenkstätte nicht gegeben. 1983 wurde dann der Rosengarten eingeweiht, der 2 Jahre später durch die Künstlerin Lilly Fischer im Auftrag der Kulturbehörde ausgestaltet wurde. Auch in den folgenden Jahren wurde der Betrieb der Gedenkstätte rein privat und ehrenamtlich organisiert, wenngleich später weitere Unterstützung seitens der Stadt hinzukamen, so in der pädagogischen Betreuung und 1994 bei der Einrichtung einer von der KZ-Gedenkstätte Neuengamme erweiterten Ausstellung. Gleichwohl dauerte es noch einmal 5 Jahre, ehe die Bürgerschaft der Freien und Hansestadt Hamburg den Beschluss zur Übernahme der Gedenkstätte in städtische Trägerschaft fasste. Weitere 10 Jahre später erfolgte eine weitere Erweiterung der Ausstellungsräume
und 2011 dann die Eröffnung der Dauerausstellung in ihrer heutigen Gestalt. In der Zwischenzeit entwickelte sich noch eine Reihe neuer Kontakte zu Angehörigen, so zu Mark und Guy James und ihren in den USA und Israel lebenden Familien, die erst 2011 über den Kontakt zur Vereinigung Miteinander in Verbindung kamen und zu Andra und Tatjana Bucci, den Cousinen von Sergio de Simone, die ebenfalls mit Sergio zusammen nach Auschwitz deportiert worden waren. Diejenigen, die von Ihnen, die im Januar im ersten deutschen Fernsehen, das vom NDR in Zusammenarbeit mit dem italienischen Fernsehen produzierte Doku-Drama Die Nazi-Jäger über die Ermittlungstätigkeit der britischen War Crimes Investigation Unit gesehen haben, die 1945-46 auf die Menschenversuche im KZ Neuengamme und den Kindermord aufmerksam geworden war. Also diejenigen, die diesen Film gesehen haben, werden die beiden Bucci-Schwestern aus diesem Film als Zeitzeuginnen kennen. Und es ist sehr schön, dass ihre immerwährende, unermüdliche Aufklärungsarbeit auch jetzt kürzlich mit dem Bundesverdienstkreuz ausgezeichnet worden ist. Tatsächlich hat sich die hiesige Gedenkstätte schrittweise zu einem wichtigen Lernort in Hamburg entwickelt, der jährlich von über 100 Schulklassen und Gruppen und trotz nur sonntäglicher Öffnung von über 1000 weiteren geschichtlich Interessierten besucht wird. Wenn in den nächsten Jahren dieser etwas im Schatten der Stadt liegende Stadtteil, Rothenburgs Ort, auch hier am Billebogen neu entwickelt und auch das Schulgebäude denkmalgerecht saniert wird, sind eine Erweiterung der Gedenkstätte, unter anderem um Gruppenräume, ein von der Straßenseite zugänglicher Eingang und weitere Stärkungen der Gedenkstättenarbeit geplant. Diese positive Entwicklung des Ortes, die dann hoffentlich in einigen Jahren ihren sichtbaren Ausdruck findet, zeigt, was im Zusammenwirken von gesellschaftlichen Initiativen und staatlicher Förderung erreicht werden kann. Dies war anfangs eben nicht selbstverständlich. Lange Zeit waren große Teile der Bevölkerung nicht bereit, die Verbrechen zur Kenntnis zu nehmen. Um diese Haltung zeigte lange auch die bundesdeutsche Justiz. Nachdem ein erstes Ermittlungsverfahren gegen den Stützpunktleiter aller Hamburger Außenlager, den SS-Offizier Arnold Strippel, 1967 mangels Beweises eingestellt worden war, und auch die 1983 auf Weisung der damaligen Justizsenatorin Eva Leithäuser eingeleitete Anklageerhebung zu scheitern drohte, organisierte die Vereinigung 1986 ein internationales Tribunal. Dies führte hier in dieser Turnhalle unter Vorsitz des ehemaligen Bundesverfassungsrichters Professor Martin Hirsch und unter Beteiligung namhafter Juristinnen und Juristen wie dem ehemaligen Hamburger Justizsenator Professor Ulrich Klug eine Beweisaufnahme zur Tatbeteiligung Strippels durch und befand abschließend, dass, ich zitiere, die Nichtverfolgung der Beschuldigten am Bullenhuser Damm beispielhaft ist für den Umgang der bundesdeutschen Justiz mit Nazi-Verbrechen. Wir wissen, das hat sich geändert, aber wir wissen auch und müssen mit Scham zur Kenntnis nehmen, dafür hat es bis vor 10 Jahren ungefähr gedauert, bis sich das geändert hat, dass mit größerem Elan Verbrechen verfolgt werden. Und wir wissen alle, jetzt ist es schon sehr, sehr spät. 1987 wurde das Verfahren aufgrund eines Gutachtens zum Gesundheitszustand des damals 76-jährigen Beschuldigten eingestellt. Alle Versuche von Barbara Hüsing, die als Rechtsanwältin im Rahmen der Nebenklage die Angehörigen der ermordeten Kinder vertrat, die Verfahrenseinstellung anzufechten, waren vergeblich. Auch wenn die Strafverfolgung scheiterte, so war dieser Kampf nicht vergebens, denn er lenkte in der Öffentlichkeit
beispielsweise durch eine Fernsehdokumentation von Lea Roos, die Aufmerksamkeit auf die Unzulänglichkeiten bei der justiziellen Aufarbeitung. Viele Unterlagen zu den Bemühungen in Sachen Kindermord über das durch die britische Militärgerichtsbarkeit 1946 geführte Verfahren hinaus, auch eine Verhandlung vor einem bundesdeutschen Gericht anzustrengen, befinden sich heute als Teil der 150 Aktenordner umfassenden Sammlung Günter Schwaberg im Archiv der Gedenkstätte Neuengamme. Und wer von Ihnen dieses sehen möchte, ist dazu herzlich eingeladen. Der Kampf gegen das Versagen der Justiz hat Günter Schwaberg und seine Frau seinerzeit keineswegs nur Anerkennung und Freude eingebracht. Erinnert sei an die Auseinandersetzung mit dem Staatsanwalt, der 1967 das Ermittlungsverfahren aufgrund des Beweismangels eingestellt hatte. Im Einstellungsbeschluss hatte er darüber hinaus auch das Mordmerkmal der Grausamkeit verneint, weil den Kindern, die zuvor monatelang im KZ Neuengamme als Opfer von medizinischen Versuchen gedient hatten, keine, ich zitiere aus dem Einstellungsbeschluss, besonderen Schmerzen oder Qualen zugefügt worden sei, ihnen also über die Vernichtung ihres Lebens hinaus kein weiteres Übel zugefügt worden ist. Sie hatten insbesondere nicht besonders lange seelisch oder körperlich zu leiden. Auch wenn dieser furchtbare Satz im Einklang mit der seinerzeitigen Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs stand und der damals junge Staatsanwalt dies auf Weisung der Justizbehörde niederschrieb, so hätte man, so befand es Schwaberg, später gern ein Bedauern von Helmut Münzberg gehört, der nach der Wende in Mecklenburg-Vorpommern als stellvertretender Generalstaatsanwalt wesentlichen Anteil an der dortigen Etablierung eines demokratischen Rechtssystems innehatte. Doch dieses Wort blieb aus und nicht wenige einflussreiche Politiker der führenden Hamburger Regierungspartei sahen noch in den 1990er Jahren nicht in Münzbergs Weigerung, sondern in Schwabergs hartnäckigen Nachsitzen das eigentliche Ärgernis. Gegenüber der Vereinigung und den Angehörigen der ermordeten Kinder erklärte hingegen Hamburgs erster Bürgermeister Dr. Henning Foscherau 1995 für die Stadt das tiefe Bedauern über die Versäumnisse und Fehler der Nachkriegszeit bei der Strafverfolgung von NS- und SS-Verbrechern und versicherte, Zitat, unsere Stadt wird das Andenken an die Kinder und alle Opfer immer bewahren. Als wir 5 Jahre später in der Rathausdiele anlässlich des Gedenktages für die Opfer des Nationalsozialismus die Ausstellung über die Kinder vom Bullenhuser Damm zeigen wollten, stieß dies noch auf kräftigen Widerspruch. Es war 2000. Dieser konnte aber schließlich überwunden werden und 2001 fand das Thema dann Aufnahme im Rathaus. Wenn ich heute als Vorstand der 2020 von der Freien und Hansestadt Hamburg eingerichteten Stiftung Hamburger Gedenkstätten und Lernorte spreche, zu Ihnen spreche, der in wenigen Monaten, das ist von Herrn Silberberg schon erwähnt worden, aus dem aktiven Berufsleben ausscheidet, war es mir ein Anliegen, noch einmal das für die Erinnerungskultur so wertvolle Engagement von Barbara Hüsing und Günter Schwaberg und das der Vereinigung herauszustellen. Und ich hoffe, Sie erlauben mir am Ende noch einige persönliche Worte an Barbara Hüsing zu richten, auch wenn Daniel Silberberg mit sehr bewegenden und berührenden Worten dies schon aus der Angehörigenperspektive heraus getan hat. Liebe Barbara, du sitzt dort nach Günthers Tod im Dezember 2008, dessen große Verdienste ein Jahr später auf Einladung der damaligen zweiten Bürgermeisterin Christa Götzsch im Hamburger Rathaus im Rahmen einer Gedenkveranstaltung posthum gewürdigt wurden. Einige Hefte von der Veranstaltung sind draußen am Bücher liegen draußen am Büchertisch aus. Sie können sie gern mitnehmen.
Also, als das passierte, hast du die Arbeit der Vereinigung nach seinem Tod mit ungebremstem Elan weitergeführt. Deinen Weggefährtinnen und Weggefährten in der Vereinigung war bewusst, dass dies nicht einfach für dich ist. Zwar dürften die vielen Kontakte zu den Angehörigen, aus denen sich ja vielfach tiefe Freundschaften entwickelt hatten, die auch in der Trauerzeit geholfen haben, aber gleichwohl war jeder Gang hierher seitdem für dich auch immer damit verbunden, sein Fehlen besonders zu spüren. Dies war sein Ort, er hatte sich in sehr hohem Maße mit diesem Projekt identifiziert. Hier wurdest du bei Veranstaltungen auf ihn angesprochen, hier ging es um sein Lebenswerk, auch wenn es euch beiden eine Herzensangelegenheit war, ein Projekt, das euch miteinander noch inniger verbunden hat. Im Oktober hast du bei der letztjährigen Mitgliederversammlung die Geschäftsführung der Vereinigung nach 42 Jahren seit der Gründung niedergelegt. Dass dieser Schritt dir nicht leicht gefallen ist, dürfte jedem verständlich sein. Du hast angekündigt, der Vereinigung doch nun mit mehr Abstand und ohne Verpflichtungen weiter verbunden zu bleiben, so wie die Vereinigung dir weiterhin verbunden bleiben wird. Ich denke, du kannst diesen Schritt beruhigt und unbesorgt tun. Die Geschäfte der Vereinigung sind bei Nicole Matern und Tom Andrasch und den anderen Vorstandsmitgliedern in guten Händen. Daniel Silberberg ist auch jetzt im Vorstand und Sie haben auch gemerkt, aber das gilt für die anderen Vorstandsmitglieder, für Ruben Herzberg oder so, das sind Menschen, die diesem Anliegen sich verschrieben haben und es ist wunderbar, dass auf diese Art und Weise ein Stück weit des Werkes von Günter Schwaberg weiter auch hier lebt. Eine sehr gute Voraussetzung, dass die Arbeit der Vereinigung so weitergehen wird, zuweilen sicherlich anders, aber zugleich vom gleichen Anliegen getragen. Dem Anliegen der Bewahrung des Gedächtnisses an die Kinder und die anderen Opfer, der Verpflichtung zur historischen Aufklärung und der Erziehung zur Mündigkeit. Der Stein in der Gedenkmauer im Rosengarten trägt die Inschrift: Hier stehst du schweigend, doch wenn du dich wendest, schweige nicht. Im Angesicht des fürchterlichen Geschehens, das sich hier zugetragen hat, kann ich mir eine bessere Widmung nicht vorstellen. Vielen Dank. To present a part of the big memorial society from Hamburg can say, because we have the honor to present to you today two songs bringing back to life the almost lost voice of the Yiddish poet Hinda Neumann Green. Born in Łódź in Poland, she had to go to Lviv in wartime and was killed in Janowska camp in 1944. Probably she lost a child there, maybe twins. We got her poems from her niece, Yehudit Shalev, and set them to music. Hinda's poems are written in Yiddish, the language of the Eastern European Jews, and a language also spoken by many of the children who were murdered here in Bullenhuser Damm. And I'm part of the Schleume Birnbaum Gesellschaft and we care for this nearly lost language. The two songs you hear today are part of our remembrance project with wax cylinder recordings from the 1930s in Eastern Europe. We managed to make music together with the old voices and to connect some of them to descendants still alive today. This contributes to bridge the gap of family ancestry torn apart by the past. If you like,
You can read more in the program or have a look of our CDs at the entrance over there. The following song was written by Hinder in the concentration camp of Janowska to the melody of a traditional Yiddish song, Yiches. And it was sung in many of the surrounding concentration camps. I will tell you the text. We sit on the foot of a sand dune and give a toast to life with death. We laugh about the huge family tree of people. We already lost many of those close to us, and we live as best as we can as prisoners of the camp. We toast to life with death, and we are counting the days until our freedom. Wir trinken Lechaim mit dem Teut. Hans-Christian Jennecke und Clemens Katz und ich bin Inge Mandos. Dankeschön. The text was written by my father. My dear friend, I speak to you because I knew alive my cousin Jacqueline Morgenstern, who was hanged here on April 20, 1945, with other victims. This place is exceptional because it is here, the undeniable proof by photos and written confessions that a crime was committed by Germans on April 20, 1945, under the political regime of the Nazi dictatorship. The date of the crime, the place of the crime, the name and the face of the victims, as well as the criminals, are known. This is truly extraordinary considering all the anonymous crimes committed by Germans and their accomplices. Thanks to Günther Schwarberg, thanks to the VVN, thanks to the Association Children of the Bullenhuser Dam, who collated and presented this evidence, we will never forget them as long as we live.
They are Germans giving back to Germany some of the honor that Germany lost by killing and robbing millions of innocent people. Poor victims designated Jewish and guilty of the sole crime of existing. Because being Jewish is not a race, races do not exist, humanity is a unique species based on interfertility. Judaism is a faith, a belief, and an orthopraxy, that is to say a religion based on a set of rites. Nazi power established itself by inventing and imposing a common enemy. He created a lie. The Jews are a cursed race that must be destroyed. Hitler said it, wrote it, and carried out his plan with his band of murderers and thieves. The victims designated as Jews are non-men, unmenschen, to be destroyed to justify thefts, plunders, and assassinations, serving as scapegoats by those who have designated themselves as non-Jews, therefore of pure race and superiors. Thus, Germany murdered with cruelty, but without forgetting to steal these victims designated as Jews. The German language contains a word that cannot be translated into another language, the word Schadenfreude, which I am trying to translate. The joy of causing suffering with complete impunity. The hatred of the Jews in the history of humanity has never been practiced with as much application as by Germany impregnated with the criminal ideology of Hitler and his accomplices. Today's generation of Germans is neither responsible nor guilty for the crimes or thefts committed by their great-grandparents. But do young people today ask their living grandparents and great-grandparents what crimes they committed against innocent victims during World War II? Thank you all for coming here to honor the memory of the poor victims murdered by men imbued with a criminal ideology. Good evening, ladies and gentlemen. We are Justin Warland and Daniel Cartwright, FSJ and AFSF volunteers at the Neuen Gamma Concentration Camp Memorial. We had the honour to create this piece to commemorate the people who were murdered here 77 years ago. We want to take you through our creative thought process with our piece, Journeys. We went through several possible designs and looked at various different memorials for inspiration, eventually settling on the piece we have here, located in the basement of the memorial. The work has three main components, namely the staircase, the broken bricks, and the archway. We wanted to work with symbolism, space, light, and shadow. We will lead you through each of these elements one by one, hoping to explain the rationale behind them. Firstly, the staircase. We wanted to include a staircase to be a symbol of the children's, their carers, and the Soviet prisoners' lives. We decided to paint the first few steps in bright, vibrant colors to convey the happy or carefree life they may have had before the Nazis took it away. The milestones they may have achieved in their life, birth, making friends, family memories, for the carers and prisoners, perhaps graduating university or even marriage. The final step is, however, painted black in an attempt to symbolize their life during the oppression by the Nazis and after their imprisonment and murder. The second component of our piece are the broken bricks scattered across the floor. We wanted to make sure that the names of the children, their carers, and the unknown Soviet prisoners were also mentioned and incorporated in this piece.
Therefore, we wrote the names of all the children and their carers on the bricks and left others blank to symbolize the unidentified Soviets. All in all, up to 48 people's lives were ended here, and this is why we have 48 bricks, each one of them representing a person. The bricks themselves were taken from Neuengamme. We did a lot of research into the third aspect of our piece, the archway. The archway is a symbol which can be interpreted in various different ways. The link to movement can be seen as integral to the archway, perhaps to heaven, perhaps to death. This polyvalent image lies at the end of the room, and the gap between the stairs and the archway symbolizes emptiness and the abrupt nature of the end of life. Lastly, we wanted to incorporate an interactive element into the piece that was meaningful in some way. Therefore, we came up with the idea to write something on the paper tags, which you can find downstairs, and this allows people to attach it to the archway, allowing for a personal, intimate form of remembrance. We would like to invite you all to take a piece of the notepaper and to write anything you wish to commemorate your relatives and or the others. Visitors over the coming weeks will also have the opportunity to write their own reflections, leading to the archway becoming a site of personal remembrance for relatives and visitors to the memorial. Finally, we would like to thank all those who have made this project possible. In particular, the Friends of the Neuengamme Concentration Camp Memorial, the Children of the Bullenhuser Damm Association, and the Neuengamme Concentration Camps and Memorial for their support. Thank you very much. Thank you.
Sehr verehrte Damen und Herren, mein Name ist Jonas Schulz und das ist Adeng Joseph. Wir beide gehen an die Brecht-Schule Hamburg und sind zusätzlich ein Teil des Vielfalt-Teams, bestehend aus ca. 20 SchülerInnen aus verschiedenen Klassenstufen, welches am Ende des letzten Jahres von Frau Matern die mobile Wanderausstellung über ihre Angehörigen, die 20 jüdischen Kinder vom Bullenhuser Damm, ausgeliehen bekommen hat. Im Namen des Vielfalt-Teams kann ich sagen, dies ist keine Selbstverständlichkeit für uns, es ist uns eine Ehre. Es ist uns eine Ehre, die Geschichte ihrer Angehörigen, eine sehr persönliche Geschichte, an die Welt hinaustragen zu dürfen. Denn wir sehen genau dies nun als unsere Verantwortung an. Im Laufe des diesjährigen Januars haben wir dann die Ausstellung in unserer Schule begleitet. Insgesamt konnten wir über 650 SchülerInnen und LehrerInnen durch diese führen. Einen würdevollen Abschluss der Ausstellung konnten wir mit der Gedenkfeier zum Internationalen Holocaust-Gedenktag veranstalten. Wir sehen es als unsere Verantwortung an, Aufmerksamkeit auf diesen dunklen Teil der Geschichte zu lenken, sodass sich dieser nie wiederholt, denn das darf er nicht. Für uns heutzutage ist es einfacher als jemals zuvor, viele Menschen zu erreichen. Soziale Medien sind einflussreich und können uns in unserer Aufgabe, welche wir uns selbst gesetzt haben, unterstützen, und dies tun sie bereits. SchülerInnen kehren nach Hause und sprechen mit ihren Eltern über die bewegenden Umstände, welchen den Kindern in unserem Alter angetan wurden. Ja, wir sehen, dass wir viele Menschen erreichen. Für uns ist dies ein starkes Zeichen und eine Motivation, welche wir nutzen können und nutzen wollen, um an dieser Stelle weiterzumachen, jetzt erst recht. Denn die Geschichte ihrer Angehörigen ist schockierend. Wir haben uns lange die Frage gestellt und stellen uns diese immer noch, wie es sein kann, dass solche Grausamkeiten nur durch private Initiativen, in dem Fall durch einen Journalisten, ans Licht gebracht worden sind. Umso mehr sind wir dankbar darüber, dass die Weitergabe mittlerweile durch den privaten Verein, zum Beispiel mit der Wanderausstellung oder aber auch der Gedenkstätte, erfolgt, wir daraus so viel lernen konnten und heute sogar die Chance hatten, hier mitwirken zu dürfen. Deshalb haben wir es uns zur Aufgabe gemacht, auf diese menschenverachtenden Taten aufmerksam zu machen. Wir möchten unseren Teil beitragen und bei der Aufklärung mithelfen. Denn so geben wir die Erinnerung weiter, damit das, was in der Vergangenheit geschehen ist, dort bleiben kann, wir daraus für die Zukunft lernen können und alles dafür getan werden muss, dass so etwas nie wieder zugelassen wird. Herzlichen Dank. Es ist uns eine Ehre, heute hier mitwirken zu dürfen. Good afternoon, ladies and gentlemen. My name is Adeng Joseph, and this is Jonas Schulz. We are both students at the Brecht School Hamburg. Not long ago, Ms. Matern came to our school and held a two-day seminar about the story of the children from the Bullenhuser Damm. Ms. Matern offered to lend us a mobile exhibition about the children, which we set up in a hallway. Our school's diversity group, consisting of about 20 children ranging from different ages, were responsible for guiding the classes and helping with any questions by the students. The exhibition was a success. A total of over 650 pupils and teachers came to visit. I have lived in Hamburg my whole life, and that was the first time I have ever heard about this heinous crime. On my way home from the first day of the seminar, I realized that the train I take to school passes by the area of the Bullenhuser Damm. So for the past 5 years, I have been passing by, not even knowing. The realization disturbed me. In my opinion, this particular story should be in Hamburg school curriculum. The Shoah in general should be taught earlier than the German school system foresees. We realized that this story is a dark part of Hamburg's history, and awareness needs to be raised. A story like this should never be forgotten. From generation to generation, the knowledge of such murders need to be passed on so that history does not repeat itself. To contribute even more to keeping the memory alive, we organized and hosted a memorial in our school's auditorium. Our central goal is to pass on the memory. We should learn from our past for a better future. It's an honor to have been invited here today. We give special thanks to Ms. Matern and the Bullenhuser Damm Association. Thank you very much.
Ich komme aus Paris und heiße Georges André Kohn. Mein Vater Armand Kohn war dort Direktor des Rothschild-Krankenhauses. Unsere ganze Familie ist ein paar Tage vor der Befreiung von Paris deportiert worden. Aber meine Schwester Rosemarie und mein Bruder Philippe sind nachts aus dem Zug gesprungen und haben sich gerettet. Ich kam mit meiner Großmutter Marie-Jeanne nach Auschwitz. Dort wurde sie vergast. Meine Mutter Susanne und meine Schwester Antoinette sind in Bergen-Belsen verhungert. Mein Vater hat das Lager Buchenwald überlebt und bis zu seinem Tode auch nach mir gesucht. Erst später hat mein Bruder Philippe erfahren, dass ich mit 12 Jahren am Bullenhuser Damm in Hamburg ermordet worden bin. Er hat mich oft hier besucht. Ich heiße Alexander Hornemann und ich werde Lexi gerufen. Mein Bruder heißt Eduard. Wir gingen beide in Eindhoven zur Schule, bis wir ins Lager mussten. Früher wohnten wir in der Staringstraat, als mein Vater noch bei Philips arbeitete. Ich wollte unbedingt Koch werden und habe zu meinem Geburtstag eine weiße Schürze und eine Kochmütze bekommen. Aber ich bin ja nur 8 Jahre alt geworden. Ich komme aus Eindhoven in Holland, genau wie mein kleiner Bruder. Mein Name ist Eduard Hornemann, man nannte mich aber auch Edo. Wir beide sind mit unseren Eltern im Konzentrationslager Wu gewesen und von dort nach Auschwitz transportiert worden. Dort ist meine Mutter an Typhus gestorben. Mein Vater ist am 21. Mai 1945 auf einem offenen Güterwagen erfroren. Als mich der SS-Führer Strippel im Keller dieser Schule aufhängen ließ, war ich 12 Jahre alt. Schmier Eduard Reichenbaum, Haiti Ben Essa, Kirche Talu, Oti, Bematev, Beta Sefer, Be Bullenhuser Damm, Be Hamburg, Ganu, Be Katowice, Shebe Polin, Avi, Avat, Kemenachel, Chespo Nord, Be Sniv, Shebe Hossar, Le Or, Germanie, Hunyasach, Be Auschwitz, Imi, Ve Achi, Itzrak, Sadu, et Auschwitz, Itzrak, et Gurea, Behaifa, Vejesh lo Shlosha Yeladim, Hunifta le Akrona, Huveishto, Bella Vigru, Oti Letem Krovot, Be Hamburg, Bimkom Moti. Ich heiße Lea Klügermann und bin auch nur 8 Jahre alt geworden. Am 3. August 1944 wurde ich mit meiner kleinen Schwester Rivka und meinen Eltern nach Auschwitz gebracht. Meine Mutter hieß Esther Klügermann, geborene Tschetschi. Mein Vater war Berek Klügermann. In Auschwitz haben sie ihn und Rivka ermordet. Die Mutter hat das Lager überstanden und ist nach Israel ausgewandert. Dort ist sie gestorben und hat nie erfahren, was aus mir geworden ist. Ich soll eine Schwester haben. Sie heißt Amalia Bernstein. My name is Marek Jamis. Before the war, I lived in Radom, in Poland, and I was said to have been a funny child, even in Auschwitz. But I know nothing about it, because I was 6 years old when I was hanged. After the war, my parents had another son and called him Marek too. They immigrated with him to the USA. A few years ago, he contacted the association and came here to Hamburg, to the place where I have died. Ich bin Marek Steinbaum und komme auch aus Radom, wie Marek Jamis. Meine Eltern waren wie ich im KZ Auschwitz. Sie haben beide überlebt. Nur ich bin gestorben und war auch nur 10 Jahre alt. Ich habe auch eine Schwester. Sie heißt Lola und wohnt heute bei San Francisco. Ich bin Sursis Goldinger und ich bin in Polen geboren. Niemand weiß, in welchem Ort und welches Schicksal meine Eltern hatten. Nur mein Alter ist bekannt. Ich
bin mit 11 Jahren erhängt worden. Von mir kennt man nur den Namen Lelka Birnbaum und dass ich aus Polen kam. Als ich gestorben bin, war ich 12 Jahre alt. Utrusiam, Shivishidonski, Wojewiewie Polskie. Nasiwamsi, Rivka Herzberg. Latem, Roku, Miskaliski, Wipiotrowi, Tiburoniskim, Ituwaśnie, Stamtat, Wivisiono, Mini i Moj, Schrotschikoto, Auschwitz. Moj tata, Miazina na ime, Moj Herzberg, i Miawaśnia, Malafrabike, Tikanin. Hitulowiści, Samorawali, Gowe, Auschwitz, Wikomersche, Gatsuwesz. Moja mama na visita si Manja Herzberg i domu Stasinski. Prijeżina obos i wemigrowala do Ameriki. Tam żarowala bias alemana, pena, szalu i dżus odawana niżje. Dr. Mengele, Lerkos, Abuso, Auschwitz, Wibabmine, du swoisz, doświadczen. I eksperimento, apoczni, dżidemianam, la SS-mani, minie, polesili. Ich heiße Leonora Witonska und bin die Tochter vom Kinderarzt Severin Witonski aus Radom in Polen. Mein Vater ist auf dem jüdischen Friedhof in Szydłowice erschossen worden und wir haben dabei zusehen müssen. Mein Bruder Roman und meine Mutter Rutscha. Eigentlich sollten wir auch erschossen werden, aber die SS hat plötzlich aufgehört mit dem Schießen. Und wir kamen ins KZ Auschwitz. Sie haben an Roman und mir Versuche gemacht. Es hat sehr geschmerzt. Und dann haben sie uns beide aufgehängt. Ich war 5 Jahre alt. Ich bin der Bruder von Eleonora und heiße Roman. Unsere Mutter war sehr traurig, als mein Vater tot war. Und ich habe ihr gesagt, Mama, hab keine Sorgen. Wenn ich einmal groß bin, werde ich arbeiten und dir wird niemals etwas fehlen. Ich habe ja nicht gewusst, dass sie mich aufhängen, als ich 6 Jahre alt war. Meine Mutter ist nicht ermordet worden und lebte später in Paris. Sie ist oft zu Eleonoras und meinem Todesort nach Hamburg gekommen und hat gesagt, je älter sie wird, umso schwieriger wird es für sie, dass wir nicht mehr da sind. Sie hat aber auch gesagt, sie dankt allen Menschen, die an ihre Kinder denken. Vengo da Napoli e mi chiamo Sergio De Simone. Mio padre era un marinaio. Durante la guerra, mia madre mi portava nella sua città natale, Fiume, per visitare le mie cugine Andra e Tatiana. I nazisti erano lì, catturavano tutti gli ebrei e li portavano ad Auschwitz. Al dottor Mengele piacevo, diceva lui, perché ero così divertente. Quando mi hanno impiccato, avevo 7 anni. Mia madre si chiamava Gisella De Simone, nata Perloff, e sopravvissuta ad Auschwitz e passava la sua vita a cercarmi. Quando ha visitato il luogo dove sono morto, aveva 80 anni. Diceva che non voleva credere che io fossi morto e che voleva vivere a lungo, così io avessi una madre quando sarei tornato a Napoli. Ha vissuto fino a 85 anni. Dopo la guerra ha avuto un secondo figlio, Mario, e lui oggi ha 3 figli, Roberto, Eduardo, e il terzo si chiama Sergio De Simone, come me. È così che continuo a vivere.
Mein Name ist Ruchla Silberberg. Mein Vater Nison Silberberg war ein Schuhmacher im kleinen Ort Zawichis an der Weichsel in Polen. Als die Nazis kamen, ist er über die Grenze nach Russland geflohen. Er wollte uns nachholen. Leider hat das nicht funktioniert, weil die Deutschen auch nach Russland marschiert sind. Entschuldigung. Meine Mutter ist mit meiner kleinen Schwester und mir nach Auschwitz transportiert worden. Die beiden sind dort ins Gas gekommen und mich brachte man nach Neuengamme. Ich bin am 20. April 1945 in Hamburg am Bodenhöser Damm erhängt worden. In meiner Todesstadt lebten meine Tante und heute noch mein Cousin Daniel Silberberg und seine Schwester Rosa Silberberg. Ich bin Mania Altmann und ich komme auch aus Radom, wie Eleonora und Roman, wie Marek Steinbaum und Marek James. Wir kannten uns, wir hatten den gleichen Kinderarzt, Dr. Witonski. Meine Familie wurde nach Auschwitz gebracht. Dort wurde ich von Dr. Mengele für seine Versuche in Neuengamme bestimmt. Mein Vater, Schier Altmann, wurde nach Mauthausen gebracht und dort ermordet. Meine Mutter, Pola, hat überlebt und ist nach Amerika ausgewandert. Dort ist sie 1972 gestorben. Nie wieder hatte sie etwas von mir gehört. Ich bin mit 7 Jahren gestorben. Je m'appelle Jacqueline Morgenstern et je viens de Paris. J'ai été assassinée à l'âge de 12 ans. Quand les policiers français sont venus m'arrêter, ils m'ont demandé où ma mère travaillait. Je l'ai leur dit et c'était une erreur. Car ils sont allés la chercher, elle aussi. Après qu'on a démarré, j'ai vu mon père, caché, faire un signe de main, et je lui ai répondu. Ils ont vu mon geste, et ils l'ont emmené, lui aussi. Ma mère est morte à Auschwitz, et mon père a vu la libération, mais quelques jours plus tard, il est mort de faim au camp de Dachau. Mein Name ist Walter Jungleib. Lange hieß ich hier in der Gedenkstätte nur W. Jungleib und man glaubte, ich käme aus Jugoslawien. 2015 recherchierte Bella Reichenbaum in Yad Vashem und fand meine Schwester Grete, die in Tel Aviv lebt und erst nach 70 Jahren erfuhr, dass ich hier am Bullenhuser Damm ermordet wurde. 2016 war meine Schwester das erste Mal in Deutschland, obwohl sie dieses Land nie betreten wollte. Als sie starb, war ich 12 Jahre alt. Ich heiße Bluma Merkler und bin 1934 in Sandomierz in Polen geboren. Wir waren 5 Geschwister. Als ich 10 war, wurde ich gemeinsam mit meinen Eltern ins Konzentrationslager Auschwitz gebracht. Mein Vater, meine Mutter und 3 meiner Geschwister sind dort ermordet worden. Ich kam nach Neuengamme und bin gestorben, als ich 11 Jahre alt war. Meine jüngere Schwester Schifra wurde in einem polnischen Dorf versteckt und hat den Holocaust überlebt. Als 7-Jährige wuchs sie nur 8 Kilo. Dann brachte man sie nach Palästina. Sie wuchs in dem Kibbutz Mishma HaEmek auf und wurde von der deutschen Jüdin Hanna Wolf wie von einer Mutter erzogen. Sie nahm den hebräischen Namen Mor an, das heißt auf Deutsch Myrrhe. Von mir weiß man nur wenig, nur dass ich Roman Zeller heiße und ein jüdischer Junge aus Polen bin. Von meinen Eltern ist bis heute nichts bekannt. Als ich erhängt wurde, war ich 12 Jahre alt. Auch von mir ist so wenig bekannt. Nicht über meine Eltern und ihr Schicksal.
Auch nicht, ob ich Geschwister hatte. Ich bin ein jüdisches Mädchen und heiße H. Wassermann. Auch ich bin in Polen geboren. 8 Jahre habe ich gelebt. Dann wurden wir alle erhängt. 20 Kinder. Ich bitte euch, vergesst uns nicht. Wir waren einmal 20 Kinder und bitten euch, vergesst uns nicht. Нас было 20 детей, и мы просим вас, не забывайте о нас. Коли з нас було 20 дітей, і ми благаємо вас, пам'ятайте о нас. Нехай не буде у світі воїн, та нехай цінується життя кожної людини. Es soll keine Kriege mehr in dieser Welt geben, und jeder Mensch soll geschätzt werden. Sir mis moir le osa felohim al domiloch al techerash val diskoit eile kine vechoi moyun u misanecho nasuroish alam cho yarim osoid vis yatsu alt funecho omru le chuven achide megoi lo izocher shem Israel oid kino yatsu lech yahdov olecho bris ichroisu ochlei edoim vishmeilim moyo veagrim gvol veamoik vamoin vamalek pleshes im yoich veisor Gam Ashur, Nilvoi Mom, Hoi Uzroi, Livnei Loit Selo, Asei Lohem Kimidion, Kisisro, Chiovin, Menachan, Kishoir, Nishmedovein Doir, Hoi Odoimen, Lo Adamo, Shisei Moi, Nedivei Moi, Ke Oirev, Vechizeev, Uchizevach, Veselmono, Kol Nzichei Moi, Asher Amru, Nier Sholono, Eis, Neois, Elohim, Elohai, Shisei Mochal Gagol, Kekash, Livnei Ruach, Keesh, Tivar Yoar, Kholevo, Telahed Horim, Kent Yerdefem, Besarecho, Vesavoscho, Svahaleim, Malef Neem Koloi, Vivakso, Shimcho Adoinoi, Yevoisho, Vibalu, Ade Ad, Viachpro, Vievedo, Viedo, Kiato, Shimcho Adinoi, Levadecho, Elioin, Alkoloho, Oret. Wir begeben uns jetzt alle gemeinsam zum Rosengarten. Wenn Sie möchten, können Sie sich gerne hier vorne eine Rose nehmen, die Sie am Rosengarten niederlegen. Kleine Erinnerung bitte noch, denken Sie an Ihre Maske, versuchen Sie Abstand zu halten. Und im Namen aller meiner Vorstandskollegen ebenfalls danken wir Ihnen wirklich ganz herzlich fürs Kommen. Quick English translation, we'll all be going now to the Rose Garden. Please feel free to take a rose yourself, which you can lay down at the Rose Garden. Quick reminder, please wear your mask, keep the distance. And from all my fellow colleagues from the board, thank you so, so much for coming.